Recht herzlich willkommen zur 155. Folge von Avorion. Ja, wir sind hier in diesem Sektor gelandet und was hatten wir vor? Das ist die gute Frage. Achso, der Thomas Steele war es, der mir geschrieben hatte und der hat gesagt, wenn ich auf die Karte gehe, muss ich erstmal woanders hin, ist klar. Wo sind denn meine anderen Schiffe alle? Hier unten und auch meine Rig, All Rig und so, das war ja hier, ne? Die hatten wir hier schon. Genau, und da ist ein Schiff 67310 Titanium World. Was ist denn das? Miner. Okay, das ist cool, ein Miner. Das bedeutet, wir müssen hier draufklicken, hat er gesagt. Und dann kann man hier links sehen, was wir schon immer gesehen haben, aber rechtsklick. Was steht da jetzt? Dieser Sektor ist auch für dieses Schiff. Okay. Wir wollen aber. Ja. Ah, jetzt ist, so wie wir sehen, haben wir jetzt die Reichweite und jetzt können wir mal zum Beispiel, kann ich einen Blip sehen? Ne, einen Blip sieht man hier nicht, ne? Okay, können dann irgendwo hinfliegen, zum Beispiel dahin. So, jetzt müsste der da eigentlich rüberspringen. Ist das so? Macht er nicht. Koordinaten in Navigationscomputer eingeben. Ja, das ist jetzt komisch. Warte mal, wenn ich jetzt aber das mache, dass ich da reingehe, dann bin ich wieder bei dem Schiff. Das wollte ich ja nicht. Ich wollte ja da unten hin. Da. Irgendwie will das nicht funktionieren, wie ich das jetzt haben möchte. In Schiff in Sektor wechseln, das ist schon mal klar. Da könnte ich eine Drohne betreten oder das Schiff betreten, würde ich natürlich denken. Schiff betreten, jetzt bin ich dann da drinne. Gut, ich hätte es auch befehligen können eben, aber irgendwie wollte das nicht so, wie ich das wollte, ne? So, jetzt sind wir hier drinne und wollen jetzt weiter und wollen gucken. Hier in diesem Sektor ist ja nichts mehr zum Abgrasen, hat er ja gesagt, oder? Hier kann er nichts mehr abmeinen. Das ist dann wohl eine andere Geschichte. Gut. Das heißt, wir fliegen einfach mal einen Sektor weiter und fliegen dann da ein. Sorry. So, und dann springen wir da hin und piu, hat das kleine Schifflein gemacht, weil der ist ja nicht groß, ne? Ist ja so ein kleines. Und dann sind wir in einem neuen Sektor und den gucken wir uns mal an und da gibt es auf jeden Fall 355 Dingens. Ich sehe nichts, ne? Gewürzfarm, okay. Jetzt müssten wir eigentlich hier. Was ist das? Also Reiter Renew und das ist meine 1. So, jetzt haben wir das. Ach, der fliegt jetzt da hin. Okay, habt ihr gerade gesehen. Da ging es jetzt komischerweise, dass der da rumflog. Jetzt springt er da hin. Und bei dem hier? Keine Ahnung. Jetzt möchte ich ja gerne, dass der da farmt. Warte mal, da müssen wir gerade die Karte ein bisschen verschieben, ne? Abbauen. Der hat jetzt die Aufgabe, Asteroiden abzubauen. Hoffentlich macht er das auch. Okay, und den sind wir jetzt drin. Da könnte man docken. Okay, wo ist denn das Schiff überhaupt? Ich sehe es gar nicht. Hä? Ist das so klein? Ach, okay, ich muss näher ran und nicht weiter weg. So ein kleines Fitzelding ist das hier, ne? Wie sieht das denn überhaupt aus? Ist der Frachtraum da drin voll? Nee, hat der überhaupt einen Frachtraum? Frachtraum, Frachtraum, da. 317, okay, der kann ja was tun. Ein Bergbaugeschützturm hat er auch. So. Jetzt müsste ich eigentlich gucken.
Warte mal, wir waren mit dem auch schon gesprungen, genau. Jetzt müssten wir nochmal auf die Karte. Gehen jetzt ein Schiff in Sektor. Nee, die Drohne will ich nicht. Ich will jetzt in die Öl-Alpha da rein. Wechseln. Jetzt bin ich in meinem Oil-Rig. In meiner Ölraffinerie. Nee, Öl-Bohr-Plattform. So, und jetzt kann ich den hier... Nicht das machen wollte ich nicht, sondern ich wollte das machen und er soll hier abbauen. Ah, ich habe 20 Rohöl erhalten. Ah, da gibt's keine Asteroiden, okay. Dann soll der dahin fliegen und dann kann er mal dahin fliegen. Weil da ist ja auch was los, ne? Springt er dahin? Sollte eigentlich, ne? Ah, jetzt ist er rüber. Da, abbauen. Macht er. So, jetzt sind wir hier in der Oil Rig. Warte mal, hier oben, die Oil Rig. Kann man jetzt hier sehen, toll, ne? Aber das bringt uns ja nicht ganz so viel, oder? Wo ist denn die Oil Rig? Verstehe ich jetzt nicht, weil der Zoom so komisch ist. Das hier die Oil Rig? Soll wohl so sein, oder was? Aber ich habe doch da nichts dran oder so. Da war noch irgendwie so... Ja, weiß ich auch nicht. Gute Frage, nächste Frage, ne? Was ist denn jetzt die Oil Rig hier? Na, was dreht sich das Ding denn? Da unten ist die Oil Rig. Aber ich bin nicht zentriert da drauf, komisch. Ja. Müssen wir auch nicht, aber auf jeden Fall ist da ja auch gerade jemand angedockt, der da was verkauft hatte, weil wir 95 Rohöl erhalten, okay. Läuft. Wir haben erhalten? Ich dachte, es wäre besser, wenn wir nichts erhalten. Ein Schiff in Sektorwechsel machen wir jetzt. In Renew wechseln wir und dann gucken wir, was das da war. So, da sind wir drinne. Und jetzt... Ach, der kann ziemlich weit springen. Das ist ja schon mal was, ne? Dann... Da ist er. Okay. Wie ist denn der ausgestattet? Abwracker. Ne, Bergbaugeschützturm. Also kein R. Ich weiß gar nicht, ob die anderen jetzt ein R hatten gerade. Ah, hier haben wir sogar noch was drinne. Antigrafeinheiten und Lasermodulatoren. Ja. Jetzt wäre die Frage, was kann man da handeln? Antigrafeinheiten hatten wir da gerade eben, ne, oder? Kaufen die Antigrafeinheiten? Gute Frage, ne? Ja, der automatische Handel, das ist bestimmt interessant, aber schwierig, ne? Eigentlich müssten wir dieses Schiff jetzt zu unserem anderen irgendwie kriegen, oder? Nee, das wollte ich ja gar nicht. Ich wollte jetzt die Karte haben. Und kann ich mit dem dahin? Nee, ne? In den Chat schreiben, Sektor markieren, Notizen, Koordinaten, Navigationscomputer eingeben. Aha, der ist außerhalb der Reichweite. Ja, das ist dann klar, ne? So, das bedeutet... Bisschen rauszoomen wieder. Wo ist er? Da ist er.
Bastiona wechseln. Dann sind wir wieder in dem Schiff. Also das haben wir jetzt schon ganz gut verstanden, glaube ich. Das Entscheidende ist jetzt, dass wir ihn hier... sagen können, wo er hin soll. So, zum Beispiel. Der müsste jetzt mehr nach da springen, natürlich, ne? Das Schiff hat keinen Kapitän. Das ist ein fatales Problem jetzt. Dann kann der da nicht hinspringen, weil er hat ja keinen Kapitän. Das ist ein Problem. Schiff hat keinen Kapitän. Okay, das bedeutet, wir müssen dann doch da wieder rein. Nee, will er nicht, ist klar. So. Da muss ich dann dahin wechseln. Und müssen gucken, dass wir da irgendwie eine Station haben, wo wir... vielleicht einen Kapitän bekommen können. Okay, das ist ja krass hier, dieses... Wie kommt das zustande? Wegen dem Tor da, ne? Alles klar. Okay. Oh, der ist aber flott unterwegs. Aber drehen tut er schlecht. So, jetzt lassen wir gerade hier gucken. Crew erneuern, gibt es den Kapitän? Ja, zwei Stück sogar. Das bedeutet Transport anfordern. Okay, das bedeutet, wir docken da mal an. Ja, da müssten wir jetzt einen Dockingport da anbauen, der... aus dieser Entfernung das macht, ne? Können wir ja mal im Baumenü, wir haben ja das Zeug da. Transporter. Ist die Frage. So, machen wir erst das Gerüst. Das Klein. Spiegelachse an und machen wir den dahin und dann den Transporterstein, den machen wir ein bisschen größer. Ach, der passt da jetzt gar nicht hin, sehe ich gerade. Doch, daneben ist es ja. Machen wir mal so, oder? So, jetzt gehen wir da nicht aus dem Baumodus erstmal raus und Schiff ist gespeichert. Was steht da oben jetzt? Ah, Transporter Software Upgrade, alles klar. Dann haben wir da ein Problem. P haben wir bestimmt gar nicht da, ne? Nee, das ist schade. Ja, dann wissen wir da auch Bescheid. Das bedeutet, dann fliegen wir da mal langsam hin. Und docken dann da an. Und drücken F. Und Crew anheuern und holen uns... zwei Kapitäne haben wir jetzt. Teuer, ne? Aber egal. So, das haben wir gemacht. Und jetzt müssen wir die Software irgendwo herkriegen, ne? Ressourcendepot. Das ist eine Mine. Gucken wir mal hier rein.
Hier ist auf jeden Fall eine Fraktion, die uns wohlgesonnen ist, ne? Gaskollektoren. Ja, das bringt uns hier jetzt nicht weiter. Da gibt's nix. Notruf erhalten. Handelsposten-Reparatur-Dock. Bleimine. Altmetall, was haben wir hier? Schiff. Endgegner, alles klar. Das ist jetzt die Frage, wer da ist. Aber das Problem ist, dass wir mit diesem Schiff da gar nicht hinfliegen brauchen, ne? Handelsposten, was soll man? Reparaturdock. Ich bräuchte sowas Vernünftiges, so. Alles an der Ecke hier da, aber das, was ich haben möchte, ist hier nicht. Waffenfabrik, Computerkomponentenfabrik. Edelmetallerze. Da ist der Miner jetzt. Kabelhersteller. Handelsposten. Da ist eine Basis. Ausrüstungsdock. Das ist doch das, was wir haben wollen. Ja, komm, wir fliegen da einfach hin. Ach so, da müssen wir erst da raus. Und dann dahin. Piu. Und dann nochmal die Karte. Da ist der Notruf. Koordinaten in Navi eingeben. Richtung ist die gleiche. Piu. Was zeigt ihr mir jetzt da oben an? Ach so, okay. Mein Schiff ist schwach, genau. Was ist denn der Notruf? Komm, wir machen das. Wir können ja wegspringen, wenn. Bestimmte Falle, wie immer. Okay. Wer ist denn das? Schiff. So, dann müssen wir da mal hin und müssen denen helfen. Ist der gut, der da gerade schießt? Ich glaube schon, ne? Geht ganz schön runter, ne, oder? Ja, das sieht gut aus. Der ist gleich kaputt. Den haben wir. Und hier sind wir schon ganz nah dran, ne? Der ist da ja auch sofort kaputt. Wir haben noch ein gutes Schild. Geht also. Okay, da fliegt schon das erste Teil raus. Kriegen wir das? Ja. Geschützkontrollsystem war das, okay. Der ist kaputt. Dann nehmen wir ein paar Sachen mit. Okay. Na komm, da müssen wir nochmal hin. Ich möchte gerne das Teil haben, bevor es weg ist. Okay, dann bist du jetzt dran. Ne, du nicht, du. Ja, kannst du gerne schießen. Ich schieße auf dich auch. Und du bist gleich kaputt. Sammeln wir ein.
Bom. Können wir da mal gerade nebenher fliegen? So, du bist dran, ne? Weil du nicht nett bist. Okay. Ist der schon bewegungsunfähig oder was? Der ist auf jeden Fall gleich kaputt. Das Schiff ist schwach für den Sektor. Das finde ich schon krass, ne? Die Waffe, die wir da haben, die ist ziemlich gut, finde ich. Hyperraum-Upgrade-Geschütz-Kontrollsystem. Wer ist da jetzt noch am Schießen? Da sind noch welche am Schießen. So, du bist auch schon verloren, sozusagen. Also da ist eine richtig gute Waffe dran, ne? Wollen wir uns keine Gedanken drum machen. Wer schießt jetzt noch? Der da. Das ist ein Wrack? Ne, das ist ein anderer. So, und der ist auch sofort hin, ne? Und bang. Der ist noch nicht kaputt. Jetzt ist er kaputt. Okay. Um 5000 haben wir gerade was verbessert. Und da ist noch was, das nehmen wir mit. Da links ist noch was Blaues, sollten wir auch mitnehmen. Da sieht noch was aus. Höhenpolarisierer. Was ist das? Geschützkontrollsystem, da fliegen noch zwei Sachen rum. Da ist noch was Grünes. Und Geschützkontrollsystem nochmal. Ja, jetzt ist die Frage, da oben sind noch zwei Sachen. Die nehmen wir auch noch mit. Zweimal grün. Nicht schlecht sozusagen. Aha, da haben wir unsere Transporter-Software, ne? Und ein C43-Detektor ist auch noch dabei. Gut. Hier gibt's noch was. Eisenmetallschrott, okay, und dieses ist Star Turquoise oder so ähnlich. So, das haben wir alles. Ja, wir können jetzt, sag schon, könnten jetzt hier natürlich noch zerlegen und sowas, ne? Aber, ja. Wir können erstmal die Transporter-Software einbauen. Ach so, warte mal, da müssen wir gucken, was da ist denn da dran. Oh, guter Detektor. Generator-Upgrade. Ein Quantum-Hyperraum-Upgrade. Da brauchen wir mehr Rechenleistung. Das heißt, das müssen wir bauen. Und zwar den Computerkernen hauen wir doch da mal gerade hin. Können wir das wegmachen. Und machen das Gerüst ganz klein.
Benötigst ein Oronit. Ach so, wir sind hier im falschen Zeug. Alles klar. Das ist schlecht. Block platzieren, auswählen, Kamera drehen. Rotieren, Block umwandeln, Shift-Blöcke ausgleichen, Steuerung vom Ausgleich. Wie kriege ich den da weg? Das, indem ich was anderes draufsetze wahrscheinlich, ne? Warte mal, dann müssen wir das nochmal so machen. Und den ziehen wir dahin. So. Jetzt hat das geklappt, oder? Dann den dahin. Und den dahin. Aber wir machen mal den an, kopieren den und machen das so groß. Wählen den dann aus. So, jetzt haben wir das schick gemacht, oder? Passt. So, dann haben wir das so weit gebaut. Jetzt ist die Frage, wie viel Rechenleistung hat das gebracht? Nicht genug. Rechenleistung zum Freischalten benötigt immer noch 800. Ich dachte, Computerkerne bringen Rechenleistung. Dann war das wohl ein Irrglauben, ne? Ja, was haben wir denn gebaut? Computerkern. Erhöht Rechenleistung für mehr Upgrades. Das bedeutet jetzt, ich wähle den aus und entferne den und ziehe den mal länger. Und mach den mal so dran. Und jetzt ist das Ding nicht mehr energietechnisch sinnig. P. Ja, was soll das? Das bringt mir dann auch nichts, ne? B. Kann ich noch entfernen. Kann es auch weglassen. Bugmäßig? Oder was ist das? So, Transportergeschichte haben wir ja schon mal, ne? Hülle, Triebwerk, Quartiere, Kanten, Transporter. Frachtraum. Achso, das ist glaube ich jetzt. Ne, doch nicht, ich dachte. Da ist der Frachtraum, komm, dann machen wir den. Ah ne, den haben wir schon, den Frachtraum. Auf Position 3. Und das bedeutet, wir können jetzt hier unten mal noch was anbauen. So, das haben wir. Dann den Frachtraum auswählen. Und ordentlich verlängern. Jetzt haben wir da ordentlich Frachtraum drunter gepackt. Hm, 311 steht da jetzt. Keine Ahnung, ob das gut oder schlecht ist. Was sagt er hier jetzt? Ja, die Transporter-Software fehlt mir jetzt. Genau so ist es. Generator. Den Detektor können wir ja rausnehmen. Und bringen die Transporter-Software dann da rein. Ach, ich kann das nur fest installieren. Ja, haben wir gemacht. So. Baumodus beendet. Wo ist mein kleines Schifflein? Da. Und jetzt haben wir den vergrößert. Also der ist schon nicht schlecht, ne? Haben wir jetzt einen Kapitän da eigentlich drin? P.
Zwei Kapitäne haben wir. Keine Akademieblöcke, okay. Das passt aber erstmal soweit. Der hat auch noch Geschwindigkeit soweit, also der ist auch noch schnell etc. Das ist alles gut. Das bedeutet jetzt, dass wir rein theoretisch mit der Kiste dann zusehen, dass wir zu dem anderen Schiff kommen sollten. Dass die beiden zusammen sind. Das können wir machen, aber das geht halt nicht. Ja, jetzt müssen wir gucken, dass wir dann im Prinzip... Ja, der kann jetzt hier nur so rumfliegen, ne? Das hat keinen Kapitän, alles klar. Das bedeutet jetzt, wir gehen in das Schiff rein. Achso, da muss ich hier hin, ne? Wie kriege ich das jetzt mit dem Schiff in Sektor wechseln? Alles klar, jetzt haben wir das wieder. Gut, dann wechseln wir in das Schiff und müssen gucken, dass wir zu dem anderen hinkommen. Macht vielleicht Sinn, dass wir das jetzt hier so, ne, selber dahin springen und gucken, dass wir den Weg darunter finden, ne? Wo muss ich hin? Da oben? Genau. Ja, dass sie diesen zwei Schiffe wieder zusammenfliegen als Einheit und dass wir gucken, dass die dann da im Endeffekt hinkommen, ne? Macht ja nur Sinn, würde ich sagen. Ja, jetzt müssen wir um diesen Raum da rum, ne? Alles klar, werden wir auch hinkriegen. Ich würde aber sagen, da werden wir uns dann in der nächsten Runde drum kümmern, dass wir da die beiden zusammenkriegen. Und warum Antrieb ist noch nicht fertig? 10 Sekunden da oben, okay. Dann haben wir den einen, der da auch ganz tatkräftig mit unterstützen kann, weil der ist ja, haben wir gerade gesehen, da auch ganz gut. Wir wollen ja sowieso in den Außenbereich, das macht dann auch Sinn, dahin zu fliegen. Und dann kriegen wir das schon hin. Will ich mal hoffen, ne? Okay, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Ach so, falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich ein Video hochlade. Und sonst, was haben wir noch? Kommentare, herzlich willkommen. Der Thomas, der schreibt ja immer fleißig. Da habe ich jetzt auch gecheckt, wie das mit dem Wechseln ist. Das ist ja auch gut so. Und ja, müssen wir weiterschauen, ne? Alles klar, teilt mal das Video noch auf anderen Kanälen. Alles klar, bis dann. Tschüss.